Zum Glück sind wir in diesem Bus, weil ich wirklich dringend kacken musste. Was? Hier ist doch gar keine Toilette im Bus. Das habe ich auch nicht gesagt, sondern nur, dass ich kacken musste. Oh mein Gott, das ist ekelhaft! Selbst für einen Bus! Warum regen die sich so auf? Ich habe eine Plastiktüte gemacht. Das war unsere letzte Chance, nach Hause zu kommen. Und genau da irrst du dich, Brian. Gratis Busrad. Oh, Kacke, das ist ein Mädchenfahrrad. Na schön, wir nehmen es, aber hoffentlich sieht uns niemand aus der Schule. Süßes Fahrrad, du Schwuchtel! Schnauze, das sage ich Miss Baumbakis. Ich kann dich unmöglich mit Herpes angesteckt haben. Und wie erklärst du das? Na, du bist eine eklige Schlampe. Es kann nicht meine Schuld sein, ich habe überhaupt kein Herpes. Ach ja? Zeig mal her. Hey, 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 was soll das? Hör auf! Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Du bist mehr Herpes als Hund. Gut, ich geb's zu, ich hab dich mit Herpes angesteckt. Du Mistsack, du wusstest, dass du Herpes hast und hast trotzdem dein Blut mit meinem vermischt. Entspann dich, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht so schlimm. Es ist eine hässliche und unappetitliche Krankheit, die man sein ganzes Leben lang hat. Das Schlimmste an Herpes ist doch nur, dass es mit so einem Stigma belastet ist. Stell dir vor, es hieße gar nicht Herpes, sondern vielleicht, Bumpo. Hä? Ich hab ein bisschen Bumpo. Oh, ist das süß. Ich will auch Bumpo. Mein Onkel war Soldat und hat sich in Saigon bei einer Hure Genitalbumpo geholt. Schnauze! Halt die Schnauze! Du solltest dich wirklich schämen! Ich meine, sieh mich an! Ausgerechnet heute, wo ich meiner besten Freundin bei den Hochzeitseinladungen helfen soll. Ich hab mir gedacht, auch wenn die in letzter Zeit ziemlich oft vorkommen, aber deine Farben sollten gelb und grau sein. Ich hatte immer was gegen Hochzeiten, die auswärts stattfinden, aber ist wirklich nett, mal nach Denver zu kommen. Ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft. Wir haben den Mount Everest bestiegen. Ist das nicht umwerfend, Brian? Man sieht bis hinunter. Oh, die Pinkelgeschichte, klar. Auch wenn ich den Sinn nicht verstehe, wie sollen das hier oben andere Hunde riechen können? Glaub mir, Stewie, sie riechen es. Sie werden wissen, dass die Welt jetzt mir gehört. Fick die Henne. Hey, na wer ist denn da? Oh, Ryan Reynolds. Was machen Sie in Clevelands Haus? Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe beschlossen, meinen Film in Quahog statt in Newport zu drehen. Ich spiele Hitler. Aber einen jungen Hitler mit einem hammermäßigen Körper. Er heißt Fittler. Den Streifen gebe ich mir sowas von. Ich finde es so aufregend, dass wir Nachbarn sind. Wir sollten was zusammen machen. Ja, das wäre klasse. Okay, jetzt geniere ich mich. Ich stehe oben ohne hier draußen rum und meine Schlafanzughose sitzt so tief, dass sie gerade noch meine Hüfte bedeckt. Wie viel verdienen Sie eigentlich? Jedenfalls genug, um mir ein Hemd zu kaufen. Also, ich schmeiß heute Abend so eine kleine Einweihungsparty. Wäre super, wenn Sie kommen. Ja, hört sich toll an. Alles ist besser, als was bei uns freitags abgeht. Hey Lois, was macht ihr denn hier? Die Mädels vom Buchclub sind da. Setz dich zu uns. Oh, okay. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe mir nur das Genick verrenkt, als ich vorhin bei der Gerichtssendung so bestätigend genickt habe. Gut, keine Sorge, ein Arzt ist anwesend. Komm her, mit dem Rücken zu mir. Jemand bekommt jetzt eine Genickmassage. Genau da. Aber das ist rein freundschaftlich. Du darfst mich für einen kurzen Moment würgen. Vielleicht sollte ich mir den ganzen Rücken vornehmen. Dein BH ist ein bisschen im Weg. Weißt du was? Ich werde ihn mal kurz aufbeißen. Lois, ist ein Präsident stärker als ein König? Was zum Teufel? Oh, Peter, beruhige dich, wir sind nur Freunde. Er gibt mir nur eine freundliche Massage. Eine freundliche Massage? Ja, und was stört es dich? Wann hast du das letzte Mal was Nettes für mich getan? Ich habe die ekligen Nudeln gefressen, die du gemacht hast. Ich sollte es dir sagen, Peter. Ich bin in Lois verliebt. Ich wusste es, als wir uns geküsst haben. Geküsst? Ist das wahr? Ja, Peter, aber... Du verdammtes Schwein! Jeder sagt, wir brauchen keine Hauseigentümergemeinschaft, Quagmire. Genau deswegen brauchen wir eine Hauseigentümergemeinschaft. Was zum Teufel? Lois, warum hast du das denn gemacht? Ich hab gedacht, ihr beide seid ein Pärchen. Wir waren nie ein Pärchen, Peter. Und ich wollte einfach nicht zusehen, wie er dich vermöbelt. Ich habe mich gut gehalten. Du hast auf die Fresse bekommen. Nein, ich meine, ich habe meine Eier gehalten, damit er mir nicht reintritt. Aber wenn ihr kein Pärchen seid, warum küsst du ihn? Er hat mich geküsst. Und ich hätte es dir sagen sollen. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe.
Larry hat mich an eine jüngere Version von dir erinnert und ich gebe zu, ich fand's schön, dass er mir Aufmerksamkeit geschenkt hat. Genau wie du früher. Vielleicht habe ich dich vernachlässigt, aber ich verspreche, ich mache es wieder gut. Ich werde der beste Mann der Welt sein. Der bist du schon. Als es drauf ankam, hast du dich einem viel jüngeren Mann gegenübergestellt und für mich gekämpft. Übrigens, ich danke all meinen Kindern ganz herzlich, dass ihr mir geholfen habt. Das war super nett von euch. Du hast recht, Lois. Ich werde mich ändern. Ich werde all das für dich tun, was Larry für dich getan hat. Nein, Peter, das brauche ich alles nicht. In meinem Alter erwarte ich von meinem Ehemann nur, dass er mit mir samstags fernsieht und keine Angst davor hat, mir einen Pickel auf dem Rücken auszudrücken. Angst davor? Das liebe ich sogar. Das ist wie Luftpolsterfolie, mit der man ab und zu Sex haben darf. Ich habe im Moment einen ziemlich großen am Rücken. Du hast immer einen, Lois. Ich liebe dich. Igor, ich habe es geschafft. Moment mal. Sie haben entdeckt, wie man neues Leben kreiert und Sie haben einen Typen erschaffen? Denkst du, ich hätte eine Frau erschaffen sollen, um Sex mit einer Leiche zu haben? Ich weiß nicht, Mann. Sie hätten keinen Typen erschaffen sollen. Würdest du dich endlich hinsetzen und es laufen lassen? In der Bowlinganlage von Quahog gab es heute einen Skandal, als ein Mann beim Spannen in der Damentoilette erwischt wurde. Na schön, Ladies. Jetzt wählen wir Teams für Dodgeball. Conny, möchtest du Kapitän sein? Na klar. Ich wähle alle außer Mac. Gute Wahl. Los! Hey, wo wollt ihr alle hin? So wird der Unterricht nicht beendet. Gut mitgemacht. Gut mitgemacht. Schöne Stunde. Gut gemobbt. Und nun wieder, Dr. Who hat gefurzt. Doktor, der Angriff der Aliens hat begonnen. Wir müssen ins 21. Jahrhundert zurück. Wir können gerade nicht in die Zeitmaschine rein. Aber sie werden uns alle umbringen. Ist ja gut, gleich geht's wieder. Und, wie war Ihr Wochenende? Brauchen Sie eine Ausrede, damit Sie diese Weihnachten nicht nach Hause müssen? Fliegen Sie Northwest Airlines. Hier sind tausende Mitarbeiter für Verspätungen und Flugabsagen zuständig, damit Sie nicht rechtzeitig zu den Festtagen zu Hause sind. Niemals. Den Anschlussflug können Sie vergessen. Niemals werden wir pünktlich abheben. Keine Sorge, ich bringe den Flieger wieder zurück zum Gate. Glaubst du, Jeff schafft es dieses Jahr nach Hause? Niemals, denn Jeff ist Northwest geflogen. Danke, Northwest. Ich hasse meine Familie. Ah, cool, da ist was frei geworden. Geh ruhig schon vor, ich kann warten. Ich warte auf eine Kabine. Los, Peter, wir verpassen das Spiel. Hi. Hey. Verdammt, er hat schon angefangen. Wenn ich nicht bald lospinkel, wird's komisch. Dann ist er fertig und ich stehe noch hier rum. Komm schon, Peter, pinkel. Dein Dad war im Zweiten Weltkrieg und du kannst nicht mal in ein Pissoir pinkeln. Was ist los mit dir? Und, fertig? Ja. Ich weiß, dass du nicht konntest. Ich gehe in einem Treppenhaus pinkeln. Sieh an, Prinzessin Leia. Werdet ihr mir sagen, was ihr mit den gestohlenen Plänen vom Todesstern gemacht habt? Na gut, Lord Vader, ihr habt gewonnen. Ich habe die Pläne in einem dieser 26 Koffer versteckt. Okay. Ich spüre, es ist Nummer 14. Ich nehme Nummer 14. Oh, schon okay. Ich freue mich einfach, im Fernsehen zu sein. Na dann, schafft sie weg. Da ist er! Schnell, Peter, die Videokamera! Ja, ist ja gut. Was ist mit Stewie los? Ich glaube, er hat Lampenfieber. Das sagte ich gerade. Ich habe das gesagt. Dieser Stewie ist so ein Baby.